Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir uns endlich einen 2-Sterne-Askwin holen. Und zwar auf Biegen und Brechen. Ich will das diese Aufnahme unbedingt schaffen. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber... warte mal. Stimmt, den hatte ich hier beiseite gelegt, ne? Weil wir, glaube ich, in den Mistlands weiter wollten. Das können wir ja theoretisch auch machen, ein bisschen weiter erkunden. Aber hauptsächlich geht es mir vor allem darum... Ach ja, stimmt, das hatte ich erst angemacht. Ich habe hier die Zahlen hochfliegen sehen und dachte mir, es wird wieder Zeit. Wie ist es eigentlich mit unseren Barren? Da gucke ich auch nochmal fix nach. Aber das sieht alles ganz gut aus, ne? Ist jetzt hier ein bisschen leer. Aber gut, was soll's. Und mir fiel außerdem eine weitere Sache auf. Ich würde mal kurz nach hier oben gehen und Magie hier reinschmeißen. So, halt. Hier hin. Und dann gehen wir mal kurz zur Schmiede und ich wollte mal nachschauen. Obwohl, stopp, bevor ich das mache, gucke ich mir an, welche am besten aussieht. Und da haben wir ja Gott sei Dank in unserer Rüstkammer sämtliche Objekte, die es gibt. Und können uns jetzt schön angucken, welchen wir haben wollen. Ich wollte einen Speer nämlich holen. Der hier sieht doch gar nicht so schlecht aus, aber ich guck mal weiter, wie sieht denn der Eisenspeer aus? Das ist der Bronzespeer, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Das ist der Eisenadgeier. Eisenspeer gibt es gar nicht, ne? Nee, was ist denn das hier? Wolfszahnspeer. Der ist vielleicht ein bisschen too much. Schwarzmetalladgeier. Der hier sieht mir ein bisschen zu simpel aus. Ja, doch schon Bronze. Ein Bronzespeer und eine Axt wollte ich nehmen. Hier, die sieht doch gut aus. Streitaxt und Bronzespeer. So sei es. Gut möglich, dass wir dafür Bronze erstmal herstellen müssen. Aber das ist ja auch gar nicht weiter wild. Denn ich will den auch nur auf Stufe 1 herstellen. Was brauchen wir denn dafür? Ich schaue mal kurz nach. Bronzespeer. Hier ist die Streitaxt. Uralte Rinder, Eisen, Lederreste. Das mache ich erstmal, ne? Uralte Rinde. Eisen. So, und noch ein Fünfer war es, ne? Oh Mann, das war ganz schön teuer. Na gut, was soll's. Und Lederreste hier. Zack. Und dann stellen wir das Ding einmal her. Und vielleicht haben wir sogar die Ressourcen. Stimmt, das hätte ich mal vorher gucken sollen. Für einen weiteren Schild. Ich will noch 2 weitere Schilde machen. Aber erstmal stelle ich die Streitaxt her. So, die haben wir schon mal. Dann Leder wieder weg. Alte Rinde wieder weg. So, dann gucken wir mal nach. Was kostet denn der Bronzespeer? Bronzeadgeier ist es nicht. Die Speere waren hier unten übereinander, ne? Da. Bronzespeer. Holz, Bronze, Hirschfell. Ja, easy. 6 Bronze haben wir doch wohl noch, oder? Wir haben 7. Perfekt. Gut. Holz. Und scheiße, ich habe das andere wieder vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Ich hoffe, ich habe es noch ausgewählt. Nee, habe ich nicht. Bronzespeer, Hirschfell. Easy. Hier. Und dann stellen wir den ebenfalls einmal her. So. Zack. Oh, perfekt. Und jetzt mache ich mal den restlichen Stuff wieder weg. Holz hier rein. Und die Felle hier. Und dann gucke ich mal, wir hatten jetzt diese Eisenschilde hergestellt. Ich wollte mal gucken. Obwohl, das gucke ich auch oben in der Rüstkammer. Die da waren ja gar nicht so schlecht, ne? Das waren ja die Eisenschilde. Aber ich will noch mal kurz schauen, ob wir vielleicht ein bisschen Abwandlung haben können. Weil diese hier, finde ich ehrlich gesagt, das da sieht überhaupt nicht schön aus. Die da sind auch zu extravagant. Der hier, ne? Oh, ein Silberschild. Der ist zu extravagant. Ein Eisen, ne, ein verstärkten Schild und ein Silberschild stelle ich her. Jo. Ich weiß nicht, ob wir da sogar so Wappenmuster drauf machen können. Ich guck mal. Aber das müsste hier sein, ne? Hier ist der verstärkte Schild. Edelholz und Eisen. Und der Eisen, Silberschild meine ich. Edelholz und Silber. Gut. Edelholz. Damit. Und dann nehmen wir Eisen und Silber. Ich nehme einfach mal volle Stacks. So, oh oh. Wir haben gar nichts gefoodet. Ich hoffe, ich schaff's zur Schmiede. Sieht aber gut aus.
Sehr gut. So, dann Silberschild, Stil. Mm. Oh. Hier sind ja coole Stile bei. Dann nehme ich mal hier dieses... Das haben wir noch gar nicht, ne? Oder warte, bevor wir das machen, gucke ich mal, was gibt es bei verstärkter Schild für Stile. Hm. Hm. Dann nehme ich mal das. Ne, ich glaube, den haben wir schon so oft, ne? Ich nehme mal den. Einmal. Und Silberschild. Dann nehme ich entweder das oder das. Aber das hier finde ich cooler, wegen diesem dunklen Blau. So. Zack. Sehr gut. Zwei Schilde, ein Speer und eine Axt. Das ist genau, was ich brauche. Oh, immer noch zu viel. Ich glaube, ich baller mir mal kurz ein wenig Nahrung. Und dann nehme ich die Baron. So und so. Und schmeiß sie wieder rein. Und ich glaube, dann können wir sogar direkt eine Fuge Eisen wieder anschmeißen, ne? Damit das hier wieder gefüllt ist. Ich mach mal so und so. Mach Edelholz rein, aber nehme 8 raus. Nee, 16 nehme ich raus. So. Und außerdem Metallteile 4. Bronzenägel. Sehr gut. Und dann gehen wir mal kurz... Alter, warte mal. Ich mache erstmal eine Fuhre Eisen an, wo wir gerade hier unten sind. Dann kann das nämlich schön durchlaufen. Haben wir jetzt entsprechende Erze und Kohle und alles vorbereitet. So, ein Zwambo. Vielleicht mache ich sogar noch einen an danach. Mal gucken. Mache ich dann nach meinem Gusto. Beziehungsweise mache ich einfach, wenn noch was reinpasst, also noch ein weiterer 20er reinpasst, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann nicht. So. Und dann hier nochmal. Und hier nochmal. Dann die Co. wieder rein. Ja, hier die Viechers, ne? Die sind echt festgeglitscht, wa? Soll ich sie befreien? Ja, komm, ich befreie sie jetzt. Ich kann es nicht mit angucken. So, Flauschi, komm. Lauf. Oh. Ja, dann andersrum. Wie bist du hier reingekommen? Sag mal. Zapfi kommt raus. Flauschi aber nicht. Also wenn ich hier hingehe, kommst du nicht mehr weg, ne? Okay. Ich dachte gerade, der macht hier Schaden. Ja, Flauschi, das ist ja jetzt doof. Weil, ich will das hier nicht abreißen. Na gut, dann bleib. Dann machen wir das später. So, und jetzt gehen wir mal nach oben. Zu unserer Schlafkammer nämlich. Weil da habe ich nämlich noch eine Stelle gesehen. Oh. Das hier kann ich, glaube ich, wieder einsortieren. Mache ich mal. Und der Einfachheit halber packe ich das mal einfach alles hier in diese Kiste. Oder? Zack. Zack, zack. Das. Und die beiden... Oh. Die beiden Stäbe passen hier gar nicht rein. Dann mache ich den Feuerstab mal hier hin. Ja, ist eigentlich egal welcher. Dann nehme ich den. Und nehme den hier hin. Auch wenn der jetzt ein bisschen gedamaged ist, so sei es. So, Zapfi läuft wieder rum. Ist natürlich erfreulich. Und zwar hatte ich mir überlegt, wir haben ja hier die zwei Schilde und hier fand ich es irgendwie so leer. Und deswegen dachte ich mir, wir machen hier an... Moment, da muss ich mal kurz abmessen. Den hier könnten wir sogar theoretisch nochmal beiseite packen. Hä? Die hatten doch Muster. Hä? Wie buggy. Was soll das denn? Da, Muster entfernt. Dreist. Ach, der hatte auch keinen, oder wie? Habe ich doch die verstärkten Schilde genommen. Ich dachte eigentlich, ich hatte andere genommen. Naja, egal. So, und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich mache mal hier an diese Spitze so. Und so. Und das gleiche hier. So und so. Dann den weg. Und hier oben drauf. So. Und den weg. Und hier oben drauf. Halt. So. Zack. Hä? Oh, der Nagel liegt da unten. Jetzt aber. Zack. So. Und dann machen wir Speer, Axt, Schild und Schild. Und hier mache ich mal den roten Schild hin.
Und zwar vorne und dahinter, also zu dem hier. Da mache ich mal den Speer hin. Sehr gut, der hängt auch in einer guten Höhe. Und jetzt, wenn ich dann das Schild, den Schild drauf mache. Ja, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Den Speer ein bisschen höher. Heißt, oh. Ich mach mal kurz so. Dann 5. Das nochmal weg. Dann muss ich, den ja leider zuerst bauen. So sei es. Dann mache ich mal so. Messe das nochmal ab. Das wäre so. So. Hätte ich mal vorher lassen sollen. Den nochmal weg. Her damit. Und dann habe ich alles wieder. Mache ich den sogar so hoch? Oder, warte mal. Ich mache es bündig hiermit. Ganz einfach. Habe ich beide? Jo. Ich mache es bündig hiermit. So. Den so. Und den so. Weit runter, wie es geht. Zack. So. Und dann nochmal hier den Speer dran. Und an den den Schild dran. Ja, so ist das geil. Ne, dass man da so den Speer so sieht. Voll Hammer. Und das gleiche machen wir jetzt mit der Axt. Hinten die Axt. Das ist ja hinten, ne? Das sieht nur so komisch aus. Und vorne den Schild. Auch das ein bisschen höher, ne? Obwohl. Ja doch, ein Stück. Ein Stück höher. Also. Den nochmal weg. So. Und auch den nochmal weg. Da mache ich es genauso. Da mache ich genau das gleiche Verfahren. Ich mache also so. Und hier so weit runter, wie es geht. So. Dann den oberen Axt. Unteren Schild. So, oder? Das sieht doch geil. Keine Ahnung, was das mit den Mustern soll. Das ist ja übel buggy. Der hier ist, glaube ich, normal gewesen, ne? Ja. Und die haben ihre Muster noch. Sehr gut. Ja, dachte ich mir, oder? Wobei das jetzt hier ein bisschen nah dran ist. Ich könnte... Stimmt, ich habe eine Idee. Ich, warte mal. Muss auch kurz so run scrollen. Reißt das hier nochmal weg und den machen wir hier dran. So zum Beispiel. Ja. Ja, nur noch weiter nach vorn. Oh, nein. Hammer am Hammer. Und den bitte auf die 5 aus Reflex. So. Und dann mache ich das sogar noch. Ich mache das mal auf dieser Linie so und in der Mitte. Zack. Und dann mal gucken. Ja, das geht. Das geht. So mache ich das. Und das gleiche natürlich mit dem hier nochmal. Und zwar so auf der Linie in der Mitte. So. Und 1. Ja. Gefällt mir. Top. Es wird hier einer, verdammt. Ja gut, das können wir später machen, oder? Oder ich mache den hier in die Mitte. Ja, das ist besser. Da! Immer wenn ich rüberscroll, dann entfernt er die Textur. Buggy Bug. Buggy Glitch. Gut, ich mach mal so. So zum Beispiel, ne? Zack. Ja. Das sieht doch Viking aus, oder nicht? Und da mit der Axt. Dem Speer. Finde ich schon cool. Sehr gut. Ja, das war mir ein Anliegen. Das wollte ich schon mal machen. Das haben wir dann schon mal. Außerdem. Stimmt. Wir haben ja immer noch das Problem mit unseren Krustenpasteten, ne? Und das Ding ist ja, das sind ja die besten, die geben 100 Ausdauer. Aber der Nachteil ist ja, wir haben davon eine begrenzte Anzahl. Das heißt, wir können wohl leider nicht unser Ausdauerfood die Krustenpastete nehmen, als Ausdauerfood die Krustenpastete, sondern wir müssen eventuell das zweitbeste nehmen. Ja, ich mach noch eine Fuhre an. Und das war hier, wie heißt das? Verbranntes Gemisch oder so heißt das Zeug. Ja, ich glaube, so hieß es. Verbranntes Gemisch. Oh, 20. So. Und das können wir gleich mal ein bisschen herstellen. Weil da will ich dann mal nachsehen, was brauchen wir denn dafür? Denn ich glaube, dafür brauchten wir diese ganzen Pflanzen aus den Ashlands. Also die Trauben, die Straußenfarn und so. Und bestimmt noch irgendeine dritte Zutat. Kein Plan. So, erstmal die Kohle rein. So. Und dann nehme ich mal hier einen Hut. So. Und rein damit.
Dann schauen wir mal nach. Verbranntes Gemisch hieß es. Da ist es doch. 3 Stück kriegen wir raus. Zwiebeln. Aha. Die gelben Pilze, Zwiebeln und Straußenfarn. Ne? Und das gibt nur 5 Ausdauer weniger. Das ist gar nicht so schlecht. Also ist halt die zweitbeste Nahrung. Und die ist ja übel erschwinglich. Straußenfarn, Zwiebel, gelbe Pilze. Let's go. Das können wir ja alles easy anbauen. Also außer Straußenfarn, aber das kriegen wir ja en masse. Wo haben wir es denn? Hier. So. Dann die gelben Pilze. Soll ich gleich 2 Stacks mitnehmen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fehlen noch Zwiebeln. Ich mach mal 2 direkt. Komm. Weil die so ergiebig sind. Und die gelben Pilze. So. Dann haben wir direkt nämlich ordentlich was davon. Ich glaube sogar, das könnte unser Inventar komplett füllen. Mal schauen. Zwiebelsuppe. Nope. Das hier. Ja, komm. Vor allem stellen wir 3 auf einmal her. Oh, ist das angenehm. Ja, dann müssen wir es so machen. Finde ich zwar schade, ne? Weil ich will natürlich, genau genommen, die beste Nahrung von allen haben. Klar. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann müssen wir das halt so machen. Diese 5 Ausdauer machen den Braten dann auch nicht mehr fett, wa? Ja, obwohl, in so einer brenzlichen Situation könnte genau das uns den Arsch retten. Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Aber gut, was soll's. So, ich glaube genau die 3 Felder werden frei. Ja. Zack. Ja, so geht das doch. Oh, vor allem, dass wir 3 auf einmal machen. Ist das dankbar. Also dieses ewige Geklicke für eine Sache und dann muss man sie noch in den Ofen packen. Ne, guckt euch mal, wie voll unser Inventar jetzt plötzlich mit Nahrung ist. Guter Nahrung. Das liebe ich. Das erinnert mich sehr an dieses Sulze-Aspik-Zeugs. Oder wie ist es? Super-Sulze. Wo wir auch so viele herstellen. Auf einmal. Und hier stellen wir sogar 3 her. Das ist ja richtig tiefenentspannt. Wir können sogar alle herstellen, oder? Fast. Ja, wir können alle herstellen. Als wäre es abgezählt. Top. So, dann ab nach oben. Und dann die... Die hier spare ich mir sozusagen als Special-Nahrung auf. So. Und dann wird das unsere neue. Ganz einfach. So, rein damit. Ich schmeiße es erstmal rein, um es dann zu sortieren. So. So. Und theoretisch so. Ne? Und dann ist das und das unser Magiefood. Ne? Die Suchersülze wird ja hiervon ersetzt. Dann haben wir immer alles da. Gut möglich, dass wir die Pilzshakes auch alsbald nachmachen müssen, aber das können wir dann ja immer noch tun. Kräuter. Pilze. Und lass mich raten, es wird gerade dunkel. Jo. Das bedeutet für uns, ich wollte nämlich noch etwas weiteres tun. Hier. Mal einen 10er rausnehmen. Sollte jeden Moment Nacht werden. Und hier Kräuter nehme ich mal den kompletten Stack raus. Also den halben meine ich. Nicht den kompletten. Den kompletten halben. So. Und dann mache ich das mal hier hin. So. Und da mache ich das Straußenfarn rein. Beziehungsweise, wenn wir fertig sind, mache ich es da immer rein. Ich mache mal so. Und so. Stimmt. Solange wir nicht in den Mistlands sind, kann ich unseren Gürtel nehmen. So. Oh, die Mucke, Alter. So. Ja, mit dem Ding. Und den packen wir auf die 5. Dann warten wir, bis die Nachtmusik kommt. Jeden Augenblick. Ja, ich könnte das theoretisch vorspulen, ne? Ja, ich stelle mich hier vor und ich spule vor, bis die Nachtmusik kommt. Ne? Warte, ich stelle mich mal so hin, sonst nerv ich das Portalgeräusch. So, und ich würde sagen, bis gleich. So, da ist die Nachtmusik. Sehr gut. Dann würde ich sagen, keine Zeit vertrödeln und hinein. Ich habe mich schon wieder nicht gut ausgeruht, ne? Ah, doch. Aber es ist gut ausgeruht. Hä? Der Rabe hat uns was zu sagen. Wir haben die Ashlands doch durch. Was hat der uns denn noch mitzuteilen?
Gut gekämpft. Ah, zu Compendium. Diese Opfergabe wird für meinen Bruder und für mich ein Festmahl abgeben, aber es gibt noch Arbeit für deinen Arm. Der Himmel über den Aschenlanden wird von dunklen Wolken geplagt und der König regt sich auf seinem Bett aus Glut. Bis heute hast du nur gezankt. Nun musst du dich auf einen Krieg vorbereiten. Er spielt an, dass wir den Boss doch klatschen müssen, ne? Das weiß ich wohl. Warte mal, ich mach mal das hier weg. So, und dann mache ich Energieschild, nachdem ich mir Nahrung geballert habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir unser Loch gebuddelt hatten. Ich schau mal kurz, bevor ich hier irgendwo hinrenne. Aber ich glaube, das hatten wir hier gemacht, wo auch unsere Treppe war, ne? Ja, da ist das Loch. Gut. Das bedeutet, wir gehen auf Astwin-Jagd. Ich mache hier mal eine große Runde. Töte dabei alle Feinde, die uns in die Quere kommen. So. Aber will natürlich eigentlich nur die Askwins zu mir locken. Ich laufe mal hier hinten hin. Eine große Runde. Hier regt sich aber gar nichts. Ich laufe mal da hinten zu diesem komischen Bogen. Da ist einer. Oh. Oh Mann, einfach auf die Wecken. Oh, da ist noch einer. Vordicht. So. Oh, oh, Lava. Vorsicht. Sehr viel Vorsicht. Ich hau mal ab hier. Und geh mal hier auf diesen Stein in Schutz. Der ist schon mal down. Autsch! Nein, nicht in die Lava! Nein, nein, nein! Das geht ja gut los. Nein, war das gemein. Weil ich war auf der Lava und hab noch überlebt. Schon wieder einmal zu übermütig, ne? Aber die Nacht ist noch jung. Das heißt noch nichts. Ich gebe es nicht auf. Und außerdem ist unsere Leiche ja recht dicht. Auch bei unserem Spawnpunkt. Jetzt beeil dich mal mit ausruhen, bitte. Und dann laufe ich sofort nach unten. Baller mir Food. Und wir holen uns das Saft zurück. Ich sollte auch so eine Dingensbombe holen, ne? So eine Basaltbombe. Ich tapp mal hier runter. Alter, ich bin so ein Idiot. Ja, so viel zum Thema. Dass die Nacht noch jung ist. Oh. Hä? Ich bin da so oft runtergejumpt und wir haben es überlebt. Ich wusste nicht, dass das 25 Leben abzieht. Es tut mir leid. Gut, ja, das war jetzt voll dämlich und hat sinnlos Zeit verschwendet. Beeil dich! Vor allem habe ich ihm gerade schon gesagt, er soll sich beeilen. Dabei habe ich es doch verkackt. Eigentlich bräuchten wir so einen Schnellpfad, ne? So nach unten. Dass wir nicht immer so die Treppen nehmen müssen. Aber gut, was soll's. Beeilung. Food. Zack, zack, zack. Und Garderobe. Ein davon. Oder sagen wir zwei. Und schnell, 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 schnell. Hindurch. So, run, run, run. Wir haben hoffentlich jetzt genug Leben, um diesen Sturz da... Ach ja, stimmt. Wir müssen ja gar nicht stürzen. Denn wir können hier ja die Treppen nehmen. So. Und hier runter. Ich hoffe, der Askwin ist weg. Ist der nicht? Ist natürlich ärgerlich. Ich jump hier mal hoch. Um ihn hochzulocken. Und wenn er oben ist, hole ich mir schnell mein Stuff und hau ab. Na los, komm. So. Und tschüss. Alter, ich habe mich ja übel schnell geheilt gerade. Warum das denn? Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber gut, ich hoffe, wir werden hier nicht abgeballert. Aber da ist nur der Askwin. Der sollte uns nicht erwischen. Ah, gut. Hätten wir das. Und dann mache ich hier Frost. Ich glaube, das geht am schnellsten. So. Und Energieschild natürlich. Da werde ich schon wieder beballert. Was gewinnt Stuff? Her damit. Und dann mache ich den auch noch platt. Huch. Achso. Er ist so rumgegangen. Moin. Tschüss.
Und dann gehe ich mal nach hier hinten und gucke, ob da noch Asquins sind. Schnell.